Hallo von der Dachpraxis. Wer Dächer saniert, weiß, jedes Dach ist anders. Es gibt nicht ein Stück Dach und da gibt es einiges zu beachten. Manchmal stößt man auf Schwierigkeiten, mit denen man nicht gerechnet hat. Und wie man diese löst, genau darum geht es hier bei Dachpraxis. Und wir werden heute mal berichten, was man hier alles so Neues lernt. Allerwichtigste ist der Anschluss an der Traufe, weil für viele ist es einfach so, nach wie vor an der unteren Schwelle ist Schluss. Und darüber hinaus gibt es nichts, da muss man nicht weiter nachdenken und funktioniert halt so nicht. Dämmung ist bei der Dachsanierung natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil. Was kann der Dämmstoff jetzt mehr? Komfortdämmstoff, dass wir eben nicht einfach nur im Winter die Energie oder die Wärme im Haus behalten, sondern dass wir im Sommer den sommerlichen Hitzeschutz bieten. Das ist ein Thema, das geht uns alle an. Wir können Schallschutz bieten. Das sind so regionale Themen bei Flughäfen oder Kindergärten an vielbefahrenen Straßen. Also wir dämmen für die Energie, für den Energiehaushalt, für den Hitzeschutz und für den Schallschutz. Und das trägt zum Wohnkomfort bei. Neben mir ist ein schwarzer Dachstein. Was ist daran besonders? Das Besondere an diesem Dachstein ist, dass er besonders leicht ist. Das neue Produkt Easy Life wiegt nur 3 Kilogramm pro Stein, 30 Kilogramm auf den Quadratmeter. Und das entspricht ungefähr einer Gewichtsersparnis von ca. 30% gegenüber herkömmlichen Dachsteinen. Wenn man ein neues Dachflächenfenster montiert, worauf muss man besonders achten? Ja, aus meiner Sicht ist das Wichtigste die Anschlüsse. Wirklich einen fachgerechten, sauberen Anschluss herzubringen, eine zweite wasserführende Ebene herzustellen, eben die Wasserrinne nicht zu vergessen und auch wenn man Elektroprodukte hat, eben diese Durchdringungen durchs Dach dementsprechend zu berücksichtigen. Haben Sie auch noch Fragen dazu, dann schreiben Sie einfach an info@dach-praxis.de oder schauen Sie auf dach-praxis.de. Dort finden Sie Fotos, Vorträge und Videos.